Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der texanischen Stadt Dallas haben Heckenschützen während einer Demonstration gegen Rassismus gezielt auf Polizisten geschossen und 5 Beamte getötet. 7 weitere Uniformierte sowie 2 Zivilisten wurden verletzt. Die Täter hatten sich entlang der Route des Demonstrationszuges positioniert, mit dem hunderte Menschen gegen die Erschießung von 2 schwarzen Männern durch weiße Polizisten in den vergangenen Tagen protestierten. Dallas am Morgen danach, gespenstische Ruhe am abgesperrten Tatort. Hier waren gestern Abend zahlreiche Polizisten schwer unter Beschuss geraten, im Hinterhalt eines oder mehrerer Heckenschützen. Erste Informationen über ein mögliches Motiv. Ein Verdächtiger hat ausgesagt, er habe sich über die jüngste Polizeigewalt gegen Schwarze aufgeregt. Er sei wütend auf Weiße gewesen, habe vor allem weiße Polizisten töten wollen. Kurz vor 21 Uhr werden die Polizisten zur Zielscheibe. Viele gehen getroffen zu Boden. Der mörderische Angriff erfolgt am Ende einer friedlichen Demonstration gegen rassistische Polizeigewalt. Menschen rennen um ihr Leben, suchen Schutz vor den tödlichen Kugeln. Panik in der Innenstadt. Der Typ hat auf eine Polizistin geschossen, erst daneben, dann nochmal so und immer weiter. Sie konnte trotzdem noch weglaufen. 5 Beamte starben an ihren schweren Schussverletzungen. 7 weitere Polizisten und 2 Passanten werden ärztlich versorgt, sollen aber außer Lebensgefahr sein. Die Polizei fahndet nach mehreren Personen, stellt einen Verdächtigen, der sich jedoch in einem Parkhaus verschanzt. Nach Verhandlungsversuchen und einem Feuergefecht tötet ein Spezialkommando den mutmaßlichen Täter mit einem robotergesteuerten Sprengsatz. Nach den Ereignissen dieser Woche empfinden Amerikaner überall in unserem Land Unsicherheit und Angst. Das ist verständlich und gerechtfertigt. Aber Gewalt darf nicht die Antwort sein. Die Antwort ist nie Gewalt. Präsident Obama hat angeordnet, die Flaggen auf Halbmast zu setzen, aus Respekt für die Opfer von Dallas. 5 Tote. Polizisten erschossen aus dem Hinterhalt. Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 sind nicht mehr so viele Beamte in den USA auf einmal im Dienst gestorben. Das tiefe Misstrauen vieler in der schwarzen Minderheit Amerikas gegenüber weißen Polizisten in den USA hat eine neue tragische Eskalationsstufe erreicht. Noch fehlen viele Hintergründe zu dieser Tat, etwa ob es Mittäter gab oder es sich um die Tat eines kranken Einzeltäters handelt. Aber die Frage, die sich viele hier im geschockten Land stellen, ist jetzt, ob es jetzt zu weiteren ähnlich tragischen oder traurigen Radikalisierungen und Eskalationen kommen könnte. Und damit zurück zu Thorsten Schröder. Die NATO verlegt erstmals in ihrer Geschichte tausende Soldaten nach Osteuropa. Hintergrund ist das angespannte Verhältnis zu Russland. Auf dem NATO-Gipfel in Warschau beschlossen die 28 Mitgliedsländer, dass in Polen und den baltischen Staaten jeweils 1 Bataillon stationiert werden soll. Der Bundeswehr kommt beim Aufbau der Truppe in Litauen die Führungsrolle zu. Die heute beschlossenen Maßnahmen schließen an frühere Entscheidungen der NATO an, die Verteidigungsbereitschaft des Bündnisses in Osteuropa zu erhöhen. Seit vergangenem Jahr baut die NATO eine schnelle Eingreiftruppe auf. 5000 Soldaten der sogenannten Speerspitze sind ständig in Alarmbereitschaft und sollen binnen 48 Stunden in Krisengebiete verlegt werden. In Osteuropa hat die NATO 6 ständige Stützpunkte eingerichtet, in denen vor allem Ausrüstung für diese Speerspitze gelagert wird. Darüber hinaus will das Militärbündnis mit mehr Manövern Stärke demonstrieren, wie zuletzt durch die Teilnahme an der polnischen Großübung Anaconda, an der mehr als 30.000 Soldaten beteiligt waren. Im Mai wurde im rumänischen Deveselu ein US-Raketenabwehrsystem eingeweiht, Teil eines NATO-Raketenschildes, der die europäischen Verbündeten vor Angriffen schützen soll. Große Zufriedenheit heute in Warschau. Die gesammelte Führung der NATO-Staaten und Partnerländer sendet ein weiteres gemeinsames Signal der Eintracht und Stärke aus. Eine Mahnung an die Adresse Russlands. So wurde die Entscheidung für mehr NATO-Präsenz an der sogenannten Ostflanke heute offiziell besiegelt. 4 multinationale Bataillone mit insgesamt rund 4000 Soldaten werden nach Polen und in die baltischen Staaten verlegt. Wird ein NATO-Staat angegriffen, helfen die anderen, ist die Botschaft.
Es besteht kein Zweifel, dass wir die militärische Präsenz erhöhen, ist eine Antwort auf das, was Russland in der Ukraine gemacht hat. Vor der Annexion der Krim war das kein Thema. Allerdings werde es keine Rückkehr in den Kalten Krieg geben, versicherte NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Und auch Bundeskanzlerin Merkel bestätigt den Willen zum Dialog. Ich habe hier noch mal deutlich gemacht, dass es auf der einen Seite bei der NATO um Verteidigungsfähigkeit natürlich geht, auf der anderen Seite aber auch immer um den Dialog mit den entsprechenden Nachbarregionen, denen wir uns zuwenden. Abschreckung und Dialog, das ist die Strategie der NATO und auch Russlands. Moskau sieht zwar die Beschlüsse als Bedrohung an, zeigt sich aber trotzdem gesprächsbereit. Es sind militärische Muskelspiele zwischen der NATO und Russland, aber sie reden miteinander. Es gibt die Hoffnung auf eine wachsende Einsicht. Ein gemeinsames Handeln könnte sinnvoll sein angesichts globaler Terrorgefahr, die alle gleichermaßen bedroht. Die USA wollen in Südkorea ein Raketenabwehrsystem aufbauen. Es soll das Land vor möglichen Angriffen Nordkoreas schützen. Das mit dem Süden verfeindete Regime in Pjöngjang hatte zuletzt mehrfach Atom- und Raketentests vorgenommen. China kritisierte, das Vorgehen der USA gefährde die Stabilität in der Region. Auch Russland äußerte sich ablehnend. Von Japan, das sich ebenfalls von Nordkorea bedroht sieht, wurde der Schritt begrüßt. Die Terrorserie im Irak reißt nicht ab. Bei einem Selbstmordanschlag auf einen schiitischen Schrein in Balad, nördlich der Hauptstadt Bagdad, sind mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 70 wurden verletzt. Zu der Tat bekannte sich die sunnitische Terrormiliz Islamischer Staat. Erst vor 5 Tagen waren bei einem schweren Anschlag auf ein Einkaufsviertel in Bagdad fast 300 Menschen getötet worden. Der Umbau der Ökostromförderung hat wichtige Hürden genommen. Bundestag und Bundesrat billigten heute die Reformpläne. Jetzt fehlt nur noch die Zustimmung der EU-Kommission. Statt garantierter Abnahmepreise soll es künftig Ausschreibungen geben. Den Zuschlag erhalten dann die günstigsten Anbieter. Außerdem soll der Ausbau der Windenergie gebremst werden, weil der Netzausbau nicht nachkommt. Deutschland knicke ein, verliere seine Vorreiterrolle bei erneuerbaren Energien, so die Kritik der Grünen noch vor der Bundestagssitzung. Die Kernpunkte des neuen Gesetzes: kein garantierter Abnahmepreis mehr für alternative Energien. Neue Anlagen werden jetzt ausgeschrieben. Den Zuschlag erhält, wer am wenigsten Subventionen verlangt. Und bis 2025 sollen maximal 45% des Stroms aus erneuerbaren Energien stammen. Derzeit sind es 33%. Denn die Netze können den vielen Ökostrom nicht mehr aufnehmen. Und der Ausbau verzögert sich, auch wegen der Proteste in Süddeutschland gegen neue Stromtrassen. Wie wäre es denn, anstatt auf die eigene Unfähigkeit beim Netzausbau zu setzen, mal auf die eigene Fähigkeit zu setzen und zu sagen, ja, die Netze müssen ausgebaut werden und deswegen strengen wir uns jetzt endlich an. Kritik auch im Bundesrat, vor allem von den Nordländern, die die Wind- und Solarenergiequote im neuen Gesetz um 10% erhöhen wollten. Der Wirtschaftsminister sieht keine Alternative zur Bremse beim Ausbau der Anlagen. Jetzt sagen Sie, das kann man aber noch mehr machen, und dann ignorieren Sie die Physik. Man kann doch nicht ausbauen, ohne dass man zeitgleich die Netze ausgebaut hat. Das geht doch nicht. Nach den heutigen Abstimmungen im Bundestag und Bundesrat fehlt jetzt nur noch das Ja der EU-Kommission. Weniger Windenergie als möglich im Norden, damit Konflikte um Stromtrassen im Süden nicht eskalieren. Das Gesetz trägt deutlich die Handschrift der aktuellen Berliner Politik, die des Kompromisses. Blockiert hat der Bundesrat dagegen die umstrittene Reform der Erbschaftssteuer. Die Länder riefen dazu heute den Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag an. Damit verzögert sich das Gesetz mindestens bis zum Herbst. Streitpunkt sind die geplanten Steuerprivilegien für Firmenerben. SPD, Grüne und Linke halten die Regelungen für überzogen und teils verfassungswidrig. Sie verlangen eine grundlegende Überarbeitung. Die Zahl der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge ist in den vergangenen 6 Monaten zurückgegangen. Insgesamt wurden gut 222.000 Asylsuchende registriert, etwa 5.000 weniger als in der ersten Hälfte 2015. Im vergangenen Jahr hatten 1,1 Millionen Menschen in Deutschland Schutz gesucht. Den Rückgang führte Bundesinnenminister de Maizière auf die Schließung der sogenannten Balkanroute und den Flüchtlingspakt der EU mit der Türkei zurück. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl kritisierte, das Abriegeln der EU-Grenzen mache ein Recht auf Asyl in Europa unerreichbar.
Volkswagen droht wegen der Abgasaffäre ein hohes Bußgeld in Deutschland. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig bestätigte NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung die Einleitung eines Verfahrens. Es gehe zum einen um die Ahndung eventueller Ordnungswidrigkeiten durch Geldbußen und gegebenenfalls auch um die Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils, den VW durch den weltweiten Verkauf von 11 Millionen Fahrzeugen mit mutmaßlich manipulierten Schadstoffwerten gehabt haben könnte. Der Chefredakteur der türkischen Zeitung Cumhuriyet, Can Dündar, ist in Hamburg mit dem Leuchtturmpreis des Netzwerks Recherche ausgezeichnet worden. Die Journalistenvereinigung würdigte damit seinen Einsatz für die Pressefreiheit. In seiner Laudatio sagte der Präsident des Europäischen Parlaments Schulz, die Türkei müsse damit aufhören, Journalisten zu verfolgen. Der 55-jährige Preisträger ist wegen seiner Recherchen zu türkischen Waffenlieferungen nach Syrien in erster Instanz zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 9. Juli. Ein Ableger des Azoren-Hochs sorgt morgen für teilweise freundliches Wetter. Am meisten profitiert dabei der Südwesten. Heute Nacht sind weiter Schauer unterwegs. Nach Mitternacht vor allem nordöstlich der Elbe und in Teilen Bayerns. Morgen teils Sonne, teils Wolken. Im Nordosten und an den Alpen vereinzelt Schauer. Am freundlichsten wird es im Südwesten. Im Nordwesten fällt am Abend gebietsweise Regen. Heute Nacht in Niederbayern 17, in der Eifel 10 Grad. Morgen Höchstwerte von 18 Grad in Nordfriesland bis 29 Grad am Hochrhein. Am Sonntag vielerorts freundlich, nach Süden hin richtig sonnig, im Norden und Nordwesten Schauer, später auch Gewitter mit Unwetterpotenzial. Am Montag in der Südosthälfte Unwettergefahr, hier nach zum Teil freundlichem Beginn Schauer und Gewitter, am Dienstag an den Alpen ergiebiger Regen.